Willst du mit mir Drogen Ja, nehmen? Mann. So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein kleines Erklärungsvideo. Es geht ja viel gerade rum und wird viel in den CSGO-Gruppen gefragt und sonst so. Es geht um diese ESL Katowice 2015 Souvenirpakete. Wie bekommt man die? Was muss man machen? Reicht es jetzt im Twitch-Stream abzusitzen oder was weiß ich was? Wir wollen es gerade einfach kurz aufklären. Wir wollen da auch jetzt gar nicht so lange rummachen. Mike ist mit dabei. So, und folgendes. Ihr müsst jetzt erstmal auf Twitch gehen. Geht auf euer Profil. Geht dann auf Settings, also Einstellungen und auf Verbindungen. Da seht ihr dann hier, okay, ich bin mit YouTube verbunden. Und hier geht's hier Steam. Dann geht ihr hier auf Klick drauf und verbinden. Dann öffnet sich ein Fenster. Wenn ihr es das erste Mal macht, müsst ihr ein Username und Passwort eingeben. Ich gehe jetzt hier auf Ja anmelden, weil ich das schon gemacht habe. Und dann, zack, sind wir verbunden. Können jetzt wieder trennen, aber wir müssen verbunden sein, um diese Ausschüttungen zu bekommen. Danach könnt ihr einfach auf twitch.tv/ESL-CSGO gehen. Da kommen die Live-Spiele, da könnt ihr dann zuschauen und dann seht ihr, ich zeige das jetzt anhand dem Bild, weil wir die Spiele ja nicht live zeigen dürfen, an einem Screenshot, seht ihr hier rechts oben diese Dropping-Items vor, dann seht ihr die Namen und darunter 453 andere. In dem Spiel wurden bisher schon 6.861 Stück ausgeworfen, diese ESL Katowice Souvenirpakete. Ihr kriegt verschiedene pro Karte, also auf welche Karte die eben gerade spielen. Da kriegt ihr dann die Souvenirpakete, da sind dann unterschiedliche Gegenstände drin. Könnt ihr euch aber alles bei Steam anschauen. So, und jetzt zeigen wir euch hier kurz noch, wie ihr die Souvenirpakete in-game bekommen könnt, also quasi in-game den Spielen zuschauen könnt. So, dann geht ihr hier oben auf Zuschauen, dann könnt ihr auch bei der Pick'em Challenge mitmachen. Und dann geht ihr auf Live. Hier oben steht auch Live-Turnierspiele gerade. Hier unten, das sind die vergangenen Spiele. Und hier oben könnt ihr dann draufklicken und dann auf Go TV anschauen. Und dann könnt ihr auch einfach zuschauen und dann seht ihr auch wieder diese Ausschüttungen rechts oben. Jo, dann machen wir es mal gar nicht komplizierter und schlimmer, als es eigentlich ist. Sonst müsst ihr nichts dafür machen. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr schon Souvenirpakete bekommen habt und was ihr rausbekommen habt. Und vergesst natürlich nicht, unsere Kanäle zu abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.